Hi und willkommen zu diesem, naja, es ist kein wirklicher Kanal Trailer, sondern eher so eine kleine Vorstellung von mir nochmal, auch wenn ich jetzt schon sehr lange diesen Kanal betreibe, aber ich habe ihn jetzt ja ein bisschen umsortiert und ein bisschen umstrukturiert und deswegen würde ich sagen, kann man das einfach nochmal machen und ja, hi, ich bin Lukas, ich mag sehr gerne Filme und Serien und ich werde von meinen Freunden mal komisch angeguckt, wenn ich mit 30.000 Euro im Portemonnaie bei Saturn einkaufen gehe. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, denn ich hoffe mal, ihr seid genauso Filmfreaks und wenn nicht, dann mache ich euch so. Und ich würde euch jetzt gerne einfach mal meine fünf Lieblingsfilme vorstellen. Also ich habe noch mehr Lieblingsfilme, vielleicht zähle ich nachher noch ein paar andere auf. Und die habe ich jetzt einfach mal im DVD-Regal gefunden und die würde ich euch jetzt gerne vorstellen, weil ich sie echt gerne mag. Und ich fange mit dem ersten an, das ist Fight Club. Fight Club ist, wenn mich jemand fragen würde, mein Lieblingsfilm. Und das war auch schon beim ersten Sehen so. Ich liebe Fight Club. Ich liebe vor allem Edward Norton und Brad Pitt. Und Tyler Durden ist einer der besten Charaktere, die jemals geschaffen wurden in der Filmhistorie. Und deswegen, naja, Fight Club ist spannend, bietet Adrenalin, in gewisser Weise Action und vor allem viel Anarchie. Denn Fight Club ist vor allem auch sehr gesellschaftskritisch. Und ja, das fällt einem auch beim ersten Mal gucken vielleicht gar nicht so auf. Aber Fight Club ist ein toller Film und ein Film, den man auf jeden Fall mehrmals sehen sollte und in dem man auch gerne mal an ein paar Stellen Pause drücken kann. Falls jemand nicht weiß, was ich meine und der schon Fight Club gesehen hat, dann kann ich euch mal in den Kommentaren aufklären. Auf jeden Fall, Fight Club ist ein absolut geiler Film und ich liebe ihn. Und ja, ist halt David Fincher. Ich liebe auch David Finchers 7, aber für mich ist Fight Club so ziemlich sein Meisterwerk und ja, eigentlich muss ich gar nicht mehr zu Fight Club sagen. Ich habe ihn schon in unserem Plot-Twist-Video erwähnt. Da habe ich auch schon sehr viel über ihn geredet. Ich liebe Fight Club. Ich kann stundenlang über Fight Club reden. Und kommen wir jetzt zu einem Film, der letztes Jahr rauskam und den ich auch schon mal in einem Video erwähnt habe, nämlich in die besten Filme von Denis Villeneuve. Und das ist Blade Runner 2049. Und oh mein Gott, die Blade Runner-Kritik, die mal entstanden ist, der stehe ich ja nicht mehr. Denn ich liebe den ersten Blade Runner. Jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich endlich festgestellt, dass der ziemlich toll ist. Und bei Blade Runner 2049 brauchte ich nicht zwei Anläufe. Da mochte ich ihn schon beim ersten Mal gucken. Und ja, das liegt vor allem an Ryan Gosling, der in diesem Film einfach super Schauspieler hat, aber auch an zum Beispiel Jared Leto, den ich einfach liebe. Seine Band 30 Seconds to Mars ist meine Lieblingsband, höre ich am liebsten. Und auch visuell und alles und wie die Geschichte erzählt wird, ist einfach Blade Runner 2049 ein vollkommen runder Film mit einer tollen Musik, mit einer tollen Atmosphäre. Und ja, ich finde es auch einfach gut, wie klasse eine Fortsetzung sein kann. Denn, fuck, jetzt ist mir die Disc rausgefallen. Ich finde es auch einfach klasse, wie toll eine Fortsetzung sein kann. Denn ja, es gibt nicht immer so viele gute Fortsetzungen, gerade wenn da so viel Zeit dazwischen ist. Aber mein Gott, Blade Runner 2049 ist ein super Film und ja, guckt ihn euch an. Gerade auch Dave Bautista, der ja überraschenderweise eigentlich in jeder Rolle ziemlich toll ist, ist auch in diesem Film wieder ziemlich toll und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass zu diesem Film vorher drei Kurzfilme gedreht wurden. Das macht diese ganze Welt natürlich noch einen Ticken realer und ja, Blade Runner 2049, klasse Film. Und wenn ihr Blade Runner 2049 noch nicht habt, kauft ihn euch nicht auf DVD, denn das sollte man wirklich mindestens in Blu-ray gucken, wenn nicht sogar in 4K Ultra HD, aber dazu habe ich leider nicht die Möglichkeit, das zu gucken. Kommen wir nun zu einem Film, wo ich sagen würde, dass der mich so ein bisschen in diese Schiene geschoben hat, in diese Filmwelt. Und das ist ein Film, der ist vermutlich klar, es ist eine Comic-Verfilmung von DC und das ist The Dark Knight. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, wie toll Heath Ledger als Joker ist. Ich habe an diesem Film sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel entdeckt. Und auch an meiner Person muss ich sagen. Denn ja, und ich würde auch sagen, der Joker ist so eine Art, wenn ich jetzt sage, der Joker ist eine Art Vorbild geworden, klingt jetzt ein bisschen schräg, aber dieses ganze Denken so finde ich so interessant und da kommen wir auch ein bisschen dieses Anarchistische und was ja auch Fight Club ist, was auch im Fight Club thematisiert wird, Tyler Durden. Ich finde einfach diese Charaktere so interessant und die Psyche der Charaktere so cool, dass The Dark Knight, dass man einfach mal gucken muss.
Gerade weil es auch nicht wirklich eine Comic-Verfilmung ist. Man kann es nicht mit irgendwas vergleichen, was bisher eine Comic-Verfilmung war. Denn The Dark Knight ist einfach unglaublich, diese Atmosphäre, diese Spannung. Es ist ein unglaublich super Film. Und das erste Mal gucken von diesem Film werde ich niemals vergessen, denn oh, es war einfach wirklich ein Erlebnis. Ich muss dazu sagen, Batman Begins habe ich davor nicht gesehen. The Dark Knight war so ziemlich mein erster Batman-Film, überhaupt meine erste Superhelden-Verfilmung, glaube ich, die ich jemals geguckt habe. Und ja, auch diese Anfangsszene mit diesem Raub in der Bank, die ist schon so geil. Das ist einfach, naja, guckt ihn euch an. Es ist The Dark Knight. Also vermutlich hat ihn eh schon jeder gesehen. Ich habe auch schon über den Joker, gerade auch über Heath Ledger habe ich schon diesen Joker-Video geredet. Was will man dazu noch sagen? Also Heath Ledger hat auf jeden Fall vollkommen verdient seinen Oscar für diese Rolle bekommen und es ist wahnsinnig schade, dass er gestorben ist. Denn da hätte noch einiges passieren können. Naja, kommen wir nun erst zu diesem Film. Und das ist ein Film, den ich weiß gar nicht mehr wirklich, wie ich auf diesen Film kam. Oh, hier ist sogar noch der Kassenbon drin. Ich habe den am 30.05.2014 gekauft. Da war ich gerade noch 13 Jahre alt. Und das ist The Wolf of Wall Street. Und ich werde diesen Film niemals vergessen, das erste Mal gucken, denn, oh mein Gott, The Wolf of Wall Street ist einfach krank. Dieser Film hat einfach so viel Spaß. Der Film geht fast 2 Stunden, aber es ist einfach super. Also, er ist nicht langweilig, er ist einfach krank. Es ist einfach ein Drogenrausch. Ich habe überlegt, ihn oder Fear and Loathing in Las Vegas reinzutun, aber zu The Wolf of Wall Street habe ich halt noch eine viel innere Bindung. Einfach, weil ich durch diesen Film auch meine persönliche Lieblingsschauspielerin kennengelernt habe, nämlich Margot Robbie, den schönsten Engel auf Erden, wie ich mal in einem Video gesagt habe. Und ja, ich liebe The Wolf of Wall Street und das liegt natürlich vor allem an Leonardo DiCaprio. Es ist meiner Meinung nach seine beste Performance, die er jemals gemacht hat. Auch wenn das natürlich schwer zu sagen ist bei einem Leonardo DiCaprio. Aber ich finde es einfach so geil, wie er John Belford spielt, wo auch sein echtes Leben schon vollkommen krank gewesen ist und dieser Film schafft es einfach, dieses Leben perfekt wiederzugeben. Und das liegt natürlich auch vor allem an Martin Scorsese, der ein klasse Regisseur ist. Godfellas habe ich noch nicht gesehen, steht aber bei mir hier schon im Schrank und werde ich vielleicht heute gucken, vielleicht irgendwann und in nächster Zeit. Und deswegen The Wolf of Wall Street, wirklich ein absolut geiler Film, der einfach so viel Spaß macht und deswegen vollkommen zu Recht einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, ehrlich, also The Wolf of Wall Street, ich habe halt echt eine Bindung zu diesem Film, muss ich sagen. Und ja, ich liebe ihn. Kommen wir zum letzten Film, den ich mir rausgesucht habe. Und ich hätte sicherlich noch, keine Ahnung, was mir so spontan einfällt, Jurassic Park, der erste wirkliche erwachsene Film, würde ich sagen, der für etwas Ältere ist, würde ich sagen, den ich geguckt habe. Dann würde ich noch Elefantenmensch auf jeden Fall von David Lynch, den ich sehr liebe. Keine Ahnung, Three Billboards ist super. Ich springe sogar über Star Wars 5 vor allem, Indiana Jones 3, in gewisser Weise auch Predator, den ich sehr liebe. Alien ist verdammt toll. Suicide Squad, nein, Suicide Squad nicht. Aber ich denke, ihr wisst schon so ungefähr, was ich gerne liebe. Die 12 Geschworenen ist super. Aber ich habe mich für einen Film entschieden, ich habe ihn letztes Jahr gesehen, aber er kam dieses Jahr erst in Kinos. Und das ist ein Film, der auch verdammt viel Spaß macht, denn ein guter Film muss nicht immer so anspruchsvoll sein. Auch The Wolf of Wall Street ist nicht so anspruchsvoll. Es ist einfach Spaß und ja, dieser Film ist einfach super. Es ist sehr viel Musik in dem Film und das ist The Greatest Showman mit Hugh Jackman. Und ich habe den in einer Community Preview von Dominic Porschen gesehen und ich muss einfach sagen, dass ich schon beim ersten Mal gucken einfach in diesen Film verliebt war. Und das liegt vor allem auch an der grandiosen Musik. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie This Is Me kein Oscar bekommen konnte. Denn klar, Remember Me von Coco ist auch verdammt toll. Und ich liebe auch Coco, aber The Greatest Showman war einfach. This Is Me ist einfach gefühlt so eine Hymne für alle, die irgendwie in ihrem Leben gemobbt wurden oder die es nicht immer leicht hatten.
Und dieser Film schafft es einfach genau diesen Leuten so ein schönes Gefühl zu geben. Und deswegen liebe ich This Is Me. Die Musik ist toll. Zac Efron, den ich bisher immer, naja, ich würde nicht sagen, er ist ein schlechter Schauspieler. Ich würde sagen, der immer sehr flach geblieben ist, so als, ja, als Schauspieler, so, der immer sehr flache Rollen gespielt hat, die nicht wirklich Tiefgang hatten. Also, so wie ich das gesehen habe, vielleicht habe ich auch die falschen Filme einfach mit ihm gesehen. Aber ich finde, Zac Efron ist einfach diesem Film absolut super. Die Tanzsequenzen und diese ganzen Gesangssequenzen sind einfach alle toll choreografiert. Und dieser Film macht einfach 100 Minuten mega viel Spaß und erzählt eine tolle Geschichte, die auf dem Leben von, heißt er JP? Ich glaube JP Barnum basiert. Und das ist der erste Typ, der ist praktisch erste Zirkusdirektor, sage ich einfach mal. Und vom ersten Geschichte vom ersten Zirkus. Und klar, im echten Leben war er nicht so toll, wie er in dem Film dargestellt wird. Und das kann man sicherlich auch kritisieren, aber dieser Film versucht nun mal keine Biografie zu sein. Dieser Film versucht einfach Spaß zu machen. Und deswegen liebe ich diesen Film und deswegen gucke ich ihn auch so gerne. Und ja, deswegen mag ich diesen Film. Ja, das waren fünf Filme, die ich sehr gerne liebe, so die ich so als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde. Und kommen wir nun zu einer Serie. Und ja, ich wollte, eigentlich will ich nur eine Serie in dem Video erwähnen. Also ich mag Breaking Bad, American Horror Story oder Game of Thrones, das denke ich klar. Aber eine Serie, die jetzt auch diesen Kanal sehr geprägt hat und die ich wirklich jedem empfehle, der sie noch nicht geguckt hat, das ist Twin Peaks. Und wie man vielleicht schon am Intro jetzt von uns erkennen kann, das Videosequenz ist aus der dritten Staffel Twin Peaks. Und die Musik ist praktisch die Titelmelodie von Twin Peaks. Und Twin Peaks ist eine Serie, die 1990 und 91 erschienen ist und jetzt wieder im Jahr 2017, also letztes Jahr, und hat jetzt drei Staffeln. Und ich hoffe, es wird bei drei Staffeln bleiben. David Lynch macht keinen Mist. Und ja, das ist Twin Peaks. Und Twin Peaks erzählt die Geschichte von Laura Palmer, die gestorben ist. Und jetzt ist da ein FBI-Typ namens Agent Cooper und versucht, diesen ganzen Fall zu klären. Und es ist verdammt interessant, weil diese ganze Serie nur auf dem Tod praktisch von Laura Palmer basiert. Und in den ganzen drei Staffeln verliert sich die Serie nicht irgendwo. Und was auch noch ganz, was ganz schön ist, einfach diese Charakterbindung. Denn ich liebe einfach Serien, wo eine Charakterbindung ist. Und das hat Twin Peaks einfach meiner Meinung nach perfektioniert. Also es geht manchmal schon so in Sachen Seifenoper-Elemente, aber ich mag das bei Twin Peaks. Auch diese Atmosphäre, dieses, man muss bei Twin Peaks wissen, man weiß beim ersten Mal gucken vielleicht noch nicht immer alles, man versteht es noch nicht alles. Aber genau diese Atmosphäre ist einfach verdammt cool und verdammt interessant. Und das kennt man ja auch von David Lynch, zum Beispiel auch bei Eraserhead und oder Mulholland Drive. Und deswegen liebe ich Twin Peaks. Twin Peaks hat, ich würde schon sagen, dass Twin Peaks so ein bisschen mein Leben verändert hat. Und mein Kaktus heißt Audrey, weil Audrey so ziemlich mein Lieblingscharakter ist von Twin Peaks. Und ja, Twin Peaks, ich liebe es. Ich könnte stundenlang über Twin Peaks reden und das will ich mir jetzt aber eigentlich mal verkneifen, denn ich wollte eigentlich ein Video zu Twin Peaks machen, ein längeres Video. Ich habe ja mal dieses Das Phänomen-Video von Game of Thrones gemacht. Das fand ich ziemlich cool, weil da habe ich ja so ein bisschen erklärt, was Game of Thrones meiner Meinung nach so besonders macht und so cool und warum ich es so gern gucke und so sehr liebe. Und das würde ich eigentlich auch ganz gern bei Twin Peaks machen. Ich kam bisher nicht dazu, weil ich mir halt immer denke, ich will es halt wirklich perfekt machen. Und ich werde das vielleicht irgendwann machen. Das ist echt mein Ziel. Aber da muss ich echt längere Zeit dran arbeiten. Ich weiß gar nicht, es war vermutlich nicht klar, dass ich das hier erwähnt habe. Aber das würde ich mir echt wünschen. Das würde ich echt gerne machen. Denn ich liebe Twin Peaks. Und deswegen, ich würde es halt gerne auf diesem Kanal etwas mehr etablieren. Und ich will vor allem auch, dass mehr Leute Twin Peaks gucken. Also, guck Twin Peaks, wenn du es noch nicht gesehen hast. Kyle MacLachlan spielt mit. Kyle MacLachlan ist ein super Darsteller. Absolut sympathisch. Und lass dich nicht abschrecken von den Flair der 90er. Es ist super. Du guckst ja auch bestimmt Stranger Things. Und Stranger Things ist 80er und 90er ist ja ganz nah dran. Und ja, das ist Twin Peaks. Das ist meine Lieblingsserie. Guckt es. Guckt es. Ja, das war eigentlich das Video. Das war irgendwas. Das waren fünf Filme und eine Serie, die ich verdammt sehr, sehr, sehr gerne mag. Die ich so als meine Lieblingsfilme bezeichnen würde. Und das war jetzt so das erste Video der von Black Lodge. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kennt jetzt mich etwas besser. Ich würde es sehr cool finden, würdet ihr einen Kommentar schreiben, welche Filme und Serien ihr gerne mögt.
Das könnt ihr gerne machen und wenn nicht, dann nicht. Aber ja, das war ein nettes Video. Wir sehen uns. Ciao!